Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlichen Glückwunsch im neuen Amt, verehrte Frau Ministerin. Sie brauchen viel Kraft, denn es stehen große Herausforderungen an. Denn wenn wir heute wieder in die Wahlkreise zurückfahren werden, werden wieder 15 Landwirte ihre Höfe geschlossen haben und dicht gemacht haben, weil sie nicht überleben können. Am Ende des Jahres werden 4.000 bis 5.000 Landwirte ihren Hof abgeschlossen haben. Hunderttausende Landwirte warten auf ein Signal gegen dieses Höfesterben. Davon lesen und hören wir aber nichts von Ihnen. Daher, Ihre Absichten stehen auf wackeligen Füßen. Was sind die Hintergründe? Schon vor einem Jahr hier in Berlin gab es im Auswärtigen Amt am 30. März einen Workshop zur Zukunft der Agrarpolitik im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2020. Man könnte auch sagen, es war ein Workshop gegen die Zukunft der Agrarpolitik. Warum? Professor Heinemann vom ZEW Mannheim rüttelte dabei an den Grundfesten der gemeinsamen Agrarpolitik seit den Fischler-Reformen 1992. Er fragte tatsächlich, ob die jährlich 45 Milliarden Euro, die bisher in die gemeinsame Agrarpolitik zur Verfügung standen, aus Sicht des EU-Zentralstaats nicht sinnvoller eingesetzt werden könnten. Ganz konkrete Vorschläge für die Lücke von 20 bis 30 Milliarden durch den Brexit, für eine europäische Armee, ja auch für die Bewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise, für mehr Entwicklungshilfe oder gar für die Schulden Griechenlands. So werden Flüchtlinge, Griechen und Briten gegen die Bauern in Stellung gebracht. Divide et impera vom Feinsten. Die Studie hat die Bertelsmann-Stiftung finanziert. Und das sogenannte Reflexionspapier lag bis Anfang September nur auf Englisch vor. Sollten deutsche Steuerzahler und Bauern in einem so frühen Stadium besser nicht mitdiskutieren dürfen? Man gewinnt den Eindruck, ja, die sollen überhaupt nicht gehört werden. Währenddessen, Frau Ministerin, stimmt Ihr Parteifreund Kommissar Oettinger die Bauern jetzt schon auf Kürzungen des Agrarhaushalts von 5 bis 10% ein. Wir haben es ja auch im Ausschuss diskutiert. Das macht gar nichts, sagt die EU-Kommissarin für Regionalpolitik Corinna Cretu. Die Mitgliedstaaten können ja per Kofinanzierung selbst einspringen. So selbstherrlich geriert sich Brüssel im Umgang mit seinen Bauern und Steuerzahlern. Na gut, wenn die Situation so ist, dann lautet der Gegensparvorschlag der AfD folgendermaßen. Wenn Brüssel für die GAP und für die Bauern weniger bezahlen möchte, dann wird die Kommission im Bereich Landwirtschaft deutlich verkleinert werden müssen. Dann müssen die britischen Parlamentssitze ersatzlos wegfallen. Dann wird die Gesetzgebungs- und Regelungskompetenz der EU im Bereich Landwirtschaft drastisch beschnitten werden müssen. Die EU möchte weniger zahlen, möchte weniger arbeiten, aber weiter alles kontrollieren und noch mehr Geld bekommen. Diese Zentralstaatsattitüde hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken der Wirtschafts- und Friedensunion der Völker und Staaten von Europa zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Baustelle, ganz wichtig, im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere, Sie wollen die bäuerlich-unternehmerische, familiengeführte und regional verwurzelte Landwirtschaft stärken. Zitat Ende, so ähnlich steht es auch bei uns im Programm. Aber wer sind denn die familiengeführten bäuerlichen Höfe? Das sind doch die Familien, die in der Früh um 5 Uhr aufstehen müssen. Die ganze Familie muss mithelfen, den ganzen Tag arbeiten und dann am Schluss keinen fairen Preis für ihre Produkte zu bekommen und kein faires Auskommen zu haben. So sieht es doch aus, Frau Ministerin, das Höfesterben und der Konzentrationsprozess der Landwirtschaft sind kein Naturgesetz. Lassen Sie mich schließen mit dem Thema Landgrabbing. Wir haben laut Thünen-Institut immer mehr Betriebe, die von Investoren geführt werden. Durch die Nullzinspolitik fließt immer mehr Geld in diese Betriebe. Der Landwirt selber verliert immer mehr an Ackerbau. Damit verliert das Grundstücksverkehrsgesetz faktisch seine Schutzwirkung. Ich fordere Sie auf, sehen Sie nicht weitere 12 Jahre zu, machen Sie dem Landgrabbing
ein Ende. Damit helfen wir den Familienbetrieben. Damit helfen wir den bäuerlichen Betrieben in ihrer Heimat. Investieren wir nicht in 98 neue Posten beim Heimatministerium, investieren wir in einen starken Bauernstand. Dankeschön.